Ja, hallo und herzlich willkommen zu Teil 57 meines Let's Plays zu Dead Space 3. Und wir haben jetzt, glaube ich, fast alle Knotenpunkte irgendwie freigeschaltet. Einer fehlt uns noch. Naja, und das sind die kleinen Viecher, die mir im letzten Teil wirklich fast das Leben schwer gemacht hätten. Okay, Sie haben die Stadt in eine Riesenbrezel verwandelt und jetzt? Wenn Serrano recht hat, sollte ich zum ersten Aktivierungspunkt zurückkehren können, um die letzte Einstellung vorzunehmen. Und was passiert dann? Ich arbeite auf Raumschiffen, nicht an Alien-Maschinen. Nicht an Alien-Maschinen, stimmt. Tja, der gute Doc Serrano, der uns hier die ganze Zeit durchlotst mit irgendwelchen Textlogs und Audiologs und... So, ist es richtig? Ja. Und auf geht's! Ui! Ich probier's mal wie im letzten Teil, einfach mal schnurstracks, zack, schnell durch. Muss man sich ja nicht wirklich mit aufhalten, oder? Hui! Diese Tore, die kommen mir bekannt vor und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen, dass wir jetzt hier sind. Ja. Gut. So, jetzt also hier zurück, okay. Oh, was ist das denn da? Das nehme ich mir mal lieber direkt. Was war das? Energiewandler, wenn ich das richtig gesehen habe. Was ist denn das hier bitte? Altmetall. Mhm. Na, Isaac, auf deine alten Tage wirst du doch nicht zum Müllsammler hier. So. Einmal kurz orientieren. Genau, hier war das mit diesen fiesen Raptoren, mit dem großen offenen Kampffeld, wo ich gedacht habe, könnte ein großer Gegner werden. War es aber nicht. So. Ist das die richtige Tür? Das ist die richtige Tür. Okay. So eine Werkbank wäre jetzt mal wirklich nicht von schlechten Eltern. Das ist nicht der Weg, Isaac. Sie haben eine Zukunft. Wir alle. Lassen Sie mich in Ruhe, Danik. Sie können sie wiedersehen, Isaac. Jeden, den Sie jemals verloren haben. Es ist eine Zukunft, ohne etwas bedauern zu müssen. Ich bedauere nichts, Danik. So oder so wird das hier bald vorbei sein. Isaac! Richtig. Lass dich nicht auf so einen Chit-Chat ein. Das ist, der will uns nur müde quatschen. Außerdem hat Isaac so viel Wut im Bauch. Aber ich brauche wirklich eine Werkbank. Ich sollte mal ganz kurz, ich glaube, dass ich hier, wenn ich, genau. Das hier, Ziel, Anzugstation, eine Werkbank. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, aber wenn ich euch gleich mein Inventar zeige, werdet ihr sehen, warum ich wirklich eine Werkbank brauche. Okay, da ist auch schon eine. Na, das ist doch gut. Hui. Da, wunderbar. Und der Sucherbot ist auch zurück. Nun ja, nun ja. Das war ja jetzt wenig überzeugend, ne? Objekte herstellen. So, was haben wir denn? Munitionsclips. Okay, das sieht noch ganz okay aus. Aber hier Medipacks. Wie ihr seht, wir haben zwei kleine und das kann nicht gut gehen auf Dauer. Deshalb werde ich uns jetzt mal hier drei mittlere und ein großes mitnehmen. Das ist okay. Ne, Stasepack brauche ich auch nicht. Ja. Okay, eins haben wir ja noch. Muss reichen. Ich gehe ja noch nicht davon aus, dass jetzt hier, wie sollte es auch sein, der Endgegner schon kommt. Und bestimmt ist es ein mutierter Danik. Gespannt ich bin. Also, nee, genau, stimmt. Wir müssen uns jetzt wieder das Ziel, richtig. So.
Oh, was ist hier los? Und wieso höre ich hier Sachen? Ich bin überhaupt nicht davon überzeugt, ob ich die Sachen höre oder mir das nur einbilde. Sachen zu hören, die Sachen zu hören. Nein, ich höre sie, ja, ja. Jetzt ist es schon ein bisschen ruhiger geworden hier. Ich höre es jetzt auch nicht mehr grummeln oder... Weg mit dir. Quatsch. Meine Güte. So. Ein linker und rechter Schwinger hinterher. Okay. Ach, da sind wir ja direkt richtig gelandet hier. So, wie sieht eben unsere Munition aus? Ja. Nicht so dolle. Aber... Ach, was soll's, ne? Wird schon gehen. Irgendwie. So, blöde Energiewandler. Jetzt brauchen wir die auch nicht mehr. Also eigentlich wirklich Munition wäre jetzt mal angesagt. Okay. Auf geht's, Isaac. Stell dich deinem Erzfeind. So, ab geht's. Naja, wenn es mit der Weltrettung hier nicht klappen sollte, dann kannst du ja immer noch eine Karriere als lebende Kanonenkugel in Erwägung ziehen. Lieber Isaac, kleiner Karrierevorschlag meinerseits. Ah, okay. Was ist es? Hört mal, Leute! Was soll denn das? Aha! Ohne Beine kann er auch nicht mehr so ruckeln. Oh Mann,
Mann, jetzt ist aber gut. Hallo? So, bitte, bitte, bitte. Lasst ein bisschen Munition. Ah, erscheinen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Hab doch bestimmt noch irgendwas hier drin. Hier auch. Ah, wer weiß, wie lange ich das noch machen kann mit diesem Zertreten. Hui. Da haben sie es aber gut gemeint. Was bist du für einer? Du liegst auf einer Leiche drauf. Ah, Unverschämtheit. Okay. Was ist das? Das ist nichts. Gut, dann gehen wir weiter. Sehe ich das richtig, dass wir wieder den Aufzug benutzen müssen? Okay. Ja, das machen wir doch, oder? Keine Zeit verlieren. Ja, wie sieht's aus? Na, drei mittlere, ja, munitionstechnisch auch wieder ganz okay. Unsere Stase füllt sich ja von alleine auf. Zwar langsam, aber stetig. Ja, gut. Dann wird es jetzt mal Zeit, hier das andere Gebilde zu formen. Genau. Moment mal. Also die beiden äußeren wieder senkrecht und die mittleren über Kreuz. So, machen wir das denn? Also. Ah, okay, okay. Ja, so weit nach innen. Nee, 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 nee. Entschuldigt. So. So nach innen? Ja, das sieht gut aus. So können wir es lassen. Nein, nein, nein. So in die Richtung. Genau. So. Und euch jetzt hier über Kreuz, ne? Ah, genau. So macht man das. Moment mal, nach innen oder nach außen? Ja, das sieht gut aus. Oh. Keine Gegner, okay. Das müssen wir ausnutzen. Oh, so Delik. Meldet sich keiner? Naja, was soll's. Okay, doch, es meldet sich jemand. Ich weiß, dass Sie glauben, das Richtige zu tun. Aber Sie irren sich, Isaac. Sie müssen mich die Maschine abschalten lassen. Meine Verstärkung ist da. Mit einer großen Überraschung. Bitte? Eine wie große Überraschung, bitte? Würde mich ja schon interessieren. Und jetzt kommt mir nicht mit hier, ich habe zwei Leute mit einer Panzerfaust dabei. Da lache ich mich aber schlapp. Aha. Oh, da komme ich doch gerade her, oder nicht? Haben. So, her mit euch. Zack. Ah, gut. Dann muss ich wirklich hier noch lang. Mal wieder. Okay. Was tut man nicht alles, ne? Da lässt man sich hier von einem Ort zum anderen schießen. So, tschüss. Ah, ich habe den Codex, Danik. Wenn Sie ihn haben wollen, müssen Sie mich finden.
Nein. Sie sind unterwegs zur Maschine. Und wenn sie da sind, werde ich schon auf sie warten. Ha, was für ein freudiges Ereignis, dass wir wissen, dass Ellie noch lebt. Also super, super, super. Und wir beenden diesen Teil hier und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann, euer Smurlord. Bye, bye.